Der Hintergrund ist ein Roman eines Norwegers, Johan Boje, der in den 1920er Jahren geschrieben worden ist und der die Lofotfischerei beschreibt. Und dieses Buch habe ich mal vor vielen Jahren hier an Bord in die Hände bekommen und habe es gelesen, aber auf einer Sommerreise zu den Lofoten, und habe mir gedacht, dass das ein völlig anderes Ambiente, eine völlig andere Reise ist, wenn man das im Winter einmal durchführt. Und diese Beschreibung der Norweger, die in ihre offenen Boote gestiegen sind und dann hoch zu den Lofoten gesegelt sind, wovon auch nicht immer alle angekommen sind, das ist natürlich eine ganz harte Nummer gewesen. Und ich habe mir vorgestellt, dass mit der Dagmar Orn, wo man schon durchaus sehr viel moderater unterwegs ist, das einmal nachzuvollziehen. Und insofern freuen wir uns jetzt wirklich auf eine ungewöhnliche Reise, auch für uns, mitten im Winter zum Polarkreis und darüber hinweg zu segeln.